Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Oh, es ist nicht einmal so früh. Es ist 20 vor 10. Ich fühle mich, als wären 10 LKW über mich drüber gefahren. Das macht das gute Stadtleben aus uns. Wir sind dem einfach nicht mehr gewachsen. 2 Events, 3 Zugfahrten und wir sind völlig raus aus dem Rhythmus. Und ein paar Gin Tonic zu viel. Ja. Es mag eine Kombination sein aus allem, aber ich fühle mich auch so fertig irgendwie. Ja, wir sind gestern Abend von unserer Reise wiedergekommen. Hier liegen noch Kassenbons und ich habe meinen Koffer. Wo ist der? Da. Ich habe den gerade eben erst ausgepackt. Normalerweise motiviert mich Henrik immer total dazu, den am selben Tag auszupacken, egal um wie viel Uhr wir von der Reise wiederkommen, weil er einfach der disziplinierteste Mensch ist, den ihr je kennengelernt habt. Und ich bin so, nein, morgen, morgen. Und er so, du ärgerst dich morgen. Und gestern war es selbst du so, lass uns einfach schlafen gehen. Habe ich auch gemacht und erst heute Morgen ausgepackt tatsächlich. Das erste Mal seit, boah, Ewigkeiten. Ich gehe Gassi. Also, Meier geht nicht. Ich finde immer, das klingt, als würde ich ins Feld machen. Okay, ich werde mich in der Zwischenzeit fertig machen und dabei meine Reisekosmetiktasche auspacken. Ach, und schaut mal, ich glaube, das habe ich euch bisher nur auf Stories gezeigt. Mein neuer Spiegel ist angekommen. Ich habe den über Wayfair bestellt und der ist angekommen kurz bevor wir nach Hamburg losgefahren sind. Deshalb wir es auch noch nicht geschafft haben, den aufzuhängen, aber es ist so kompliziert, spiegelverkehrt drauf zu zeigen. Hier, Henrik ist dran. Okay. Gesicht. Heute steht so viel an. Es ist zwar Samstag, aber ich wollte mein Video, das ihr vor diesem gesehen habt, drehen. Also das mit den Weihnachtsgeschenken. Und ich freue mich da auch schon irgendwie seit Oktober drauf. Ja, auf jeden Fall müssen wir dann halt so das Übliche machen, was nach Reisen immer ansteht. Der Kühlschrank ist leer. Wir müssen Rezepte planen und morgen ist Sonntag. Also wäre es gut, wenn wir das heute hinbekommen. Ich wollte euch noch unbedingt ein Pillen-Update geben. Es ist jetzt 4,5 Wochen her, dass ich aufgehört habe, die Pille zu nehmen. Und so wie ich die ganzen letzten Wochen gesagt habe, ich merke keinen Unterschied. Alles ist normal und super, ich fühle mich gut. Jetzt merke ich leider einen Unterschied. Nichts Katastrophales, aber halt das, was alle eigentlich vorhergesehen haben. Hier, ich habe halt deutlich mehr Pickel bekommen an so Stellen, wo ich nie Pickel bekomme. Also halt hier besonders und an der Stirn. Naja, ich habe jetzt schon eine dünne Schicht Make-up aufgetragen, also. Und das ist auch so, dass diese Kamera macht, dass man sowieso kaum Pickel sieht. Deshalb, falls ihr euch fragt, wo sind die Pickel? Sie sind da, glaubt mir. Also das ist leider das Erste, was ich gemerkt habe. Und dann ist noch eine zweite Sache, die mir deutlich mehr Sorgen macht, als jetzt die paar kleinen Pickelchen. Ich habe meine Tage immer noch nicht. Und auch das ist angeblich recht normal, weil wenn man 10 Jahre lang die Pille genommen hat, braucht man sich nicht zu wundern, dass der Körper ein bisschen Zeit braucht, um sich wieder zu regulieren und so. Aber es ist halt trotzdem voll das komische Gefühl. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat auch nach sehr, sehr langer Zeit die Pille abgesetzt und die hatte ein Jahr lang ihre Tage nicht mehr, bis sie dann wiedergekommen sind und sich alles eingependelt hat und normal war. Aber erstmal hatte sie ein Jahr lang komplett gar keine Tage. Krass, oder? Und das ist wohl alles relativ normal, wenn man halt seinen Körper vorher über Jahre lang an diese Hormone gewöhnt hat. Aber gut, ich denke mir, 4,5 Wochen sind jetzt auch nicht die Welt und die paar Pickel sind auch nicht so katastrophal. Muss ich halt ein bisschen mehr Concealer benutzen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, dann brauche ich den endlich mal auf. Der ist nämlich erschreckend alt. Und it's magic. Der Spiegel hängt. Das Einzige ist jetzt, ich muss den einmal putzen, weil hier jetzt ganz viele Fingerabdrücke vom Aufhängen dran sind, die man nicht sieht. Aber hier, der Kleber muss auch weg. Und dann legen wir los. Unser Nachbar ist gerade hergekommen und scheinbar ist Post angekommen, während wir weg waren. Das erinnert mich eh daran, dass ich euch noch ein kleines Update geben wollte zum Thema Badezimmer. Das ist nämlich ein Möbelstück, das hier angekommen ist fürs Bad. Wie kann das denn so schwer sein? So sieht es aus. Wunderschön, oder? Tada! Ich wollte den nämlich genau da hinstellen, wo jetzt das runde alte Tischchen steht. Meine Mama hat auch schon gesagt, dass sie mir das hier abnimmt. Also ich habe mir überlegt, dass
hier ein paar Handtücher reinkommen. Und da oben wollte ich noch so ein bisschen was an Bade zusetzen und sowas drauf tun. Ich habe jetzt mal eben alles hier drauf gestellt und ich finde, es passt hier echt viel besser in die kleine Ecke als der runde Tisch. Vor allem kommt man jetzt hier auch besser vorbei. Das ist echt ein süßes kleines Schränkchen oder Tischchen, wie auch immer. Ich wollte euch zu diesem Raum ja noch ein kleines Update geben. Wir haben beschlossen, dass wir hier noch ein kleines bisschen was verändern. Und zwar zum einen, das fällt, ja doch, ein bisschen sieht man es, glaube ich. Doch, das fällt auf. Die Wände müssen neu gestrichen werden, weil das ist lange her, dass die gestrichen waren. Und das bringt einfach so viel, wenn man frische, richtig schöne Farbe an den Wänden hat. Eine Sache, die wir auch von Anfang an geplant hatten, war, diese Spiegel zu ersetzen und aus den beiden einen ganz großen Spiegel zu machen. Ich glaube, das wird erstens den Raum irgendwie ein bisschen hübscher machen und außerdem, seht ihr das, die sind halt auch schon so mit Gebrauchsspuren. Was wir noch machen wollten, ist, diese schwarze Duschabtrennung, die ist aus Glas, zu ersetzen. Und zwar durch eine transparente. Ich glaube nämlich, dass das den Raum optisch nochmal vergrößert. Man hat ja hinten auch noch die dunklen Fliesen. Dadurch wird, glaube ich, diese Kontinuität von diesem Dunklen nicht kaputt gehen. Ja, wir wollten die Duscharmaturen halt auch neu machen, weil die auch schon ein bisschen älter sind. Und dieses Teil, was ja eigentlich so ein Handtuchhalter ist, möchten wir raushaben, weil uns das auch nicht so gut gefällt. Also hier wird einiges auf jeden Fall noch passieren. Ansonsten, ich liebe dieses Bad, wirklich. Das ist halt nur so, wir haben ja eine gebrauchte Immobilie gekauft, deswegen ist jetzt nicht alles top-notch neu und so weiter. Auch noch, es ist wirklich eine Kleinigkeit, aber hier zum Beispiel diesen Regler von der Sauna finde ich so ultra hässlich. Und da wollten wir auch irgendwie so eine neue Abdeckung oder sowas kaufen, falls es sowas überhaupt gibt. So, und dann noch eine letzte Sache, die kann ich jetzt ändern. Mich nervt die ganze Zeit diese weiße Fußmatte, weil wir schwarze Fliesen haben und irgendwie macht die alles kaputt. Deswegen kommt jetzt eine schwarze hier hin. Die habe ich nämlich auch bestellt und die ist gerade angekommen. Und ich finde, das fügt sich irgendwie hier besser ins Gesamtbild. Vielleicht könnt ihr das sehen, es ist mittlerweile schon etwas dunkel geworden, also es dämmert, gleich wird es dunkel, deshalb erzähle ich euch jetzt nochmal schnell eine Kleinigkeit, bevor das ganze natürliche Licht hier weg ist, und zwar folgendes. Ich habe ja, falls ihr mir auf Insta folgt, wisst ihr das schon, mich heute mit einem Kumpel verabredet. Wir bestellen später noch Pizza und so, ich freue mich drauf. Jedenfalls muss ich an der Stelle aber auch noch ein bisschen hier saugen und so weiter, weil das habe ich jetzt auch nicht geschafft. Das ist der Punkt auf der Liste, den ich leider nicht mehr machen konnte. Deshalb sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen am neuen Tag und happy Periodentag. Oh Gott, das klingt total bescheuert. Aber ich habe meine Tage bekommen. Yay. Und es geht mir so richtig, oh, richtig beschissen nicht, aber es ist schon schlechter, als es mit der Pille war. Also ich hatte echt nie Periodenbeschwerden, keine Bauchschmerzen, keine Kopfschmerzen. Mir haben immer diese Mini-Tampons von OB gereicht. Boah, ich will ja nicht zu viel hier, wo ist die Grenze, wisst ihr? Aber ich habe echt geschrien, ich so, Hilfe! Tagen erst so, nein. Die zweite gute Nachricht ist, wir haben heute 10. Jahrestag. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir kennen uns einfach fast unser halbes Leben. Ist das schon unser halbes Leben? Ich weiß nicht mehr, ob wir uns mit 14 oder 15 kennengelernt haben. Oh Gott. Aufstehen ist auch nicht gut. Puh. 10 Jahre. Ja. Wer hätte das gedacht? Ich finde, das lässt uns so alt klingen. Habe ich auch schon gesagt. Oh, wir haben ja gerade unser Sonntagsvideo online gestellt und ungefähr jeder zweite Kommentar ist... Ja, warum ich da so Macken auf den Fingern habe. Ehrlich gesagt, ich bin selbst dran schuld und war ein bisschen doof, weil ich habe neue Handschuhe und Boxhandschuhe und wie bei jedem Sportgerät, Laufschuh, wie auch immer, das muss man erst eintragen. Also macht man normalerweise nicht so Übungen mit sehr viel Volumen, also sprich vielen, vielen Schlägen. Habe ich aber nicht, also obwohl ich es wusste, einfach nicht beachtet. Und dann das Zweite, was ich einfach nicht beachtet habe, obwohl ich es wusste, ich war zu faul, die Bandagen anzulegen, weil man wickelt die in einem
ich sag mal, relativ aufwendigen Prozess. Aber es ist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Gab auch schon ganz viel Ärger von mir, also. Ja. Verschont ihn. Wie heißt der Spruch? Ich bin ein Mann, ich kann tun und lassen, was meine Frau will. Schließt. Wo ist denn das her? Keine Ahnung, ist halt so ein bekanntes Ding. Das weiß ich, wo ich das her... Mir ist schlecht. Ich leide. Oh je. Hast du einen Kaffee? Oh, nicht noch einen, nein. Vielleicht einen Tee. Hier, ich hab was für dich, das halte ich vielleicht auf. Was ist das für mich? Oh mein Gott! Es gibt Geschenke. Also, der Hintergrund ist ja... Oh, warte, ich hab nichts für dich. Ich schicke uns ja die Reise. Genau, weil ursprünglich war es so, dass ich gesagt habe, dass ich uns am 1. immer etwas schenken werde, einen kleinen Aufenthalt, was auch immer, halt, um unseren Jahrestag zu feiern. Und dieses Jahr hat Barbara das übernommen, hauptsächlich, weil ich habe irgendwie Video geschnitten und sie war so aufgeregt und wollte das unbedingt machen. Und während ich schneide und so weiter, so 2 Stunden im Schnitt, sagt sie auf einmal zu mir, ich habe uns gerade das und das gebucht und das und das. Und dann war schon alles fertig und naja, ich habe es halt nicht gemacht, weil es dann schon da war. Deshalb habe ich mir gedacht, schenke ich dir wenigstens eine Kleinigkeit. Oh. Übrigens, diese absolut kreative Idee habe ich mir selbst ausgedacht. Dann dachte ich mir, google ich mal, ob ich noch was anderes finde für ein zweites Paket. Stellte sich heraus, dieses Ding gibt es schon überall und ich habe mir das überhaupt nicht selbst ausgedacht. Das habe ich so oft bei DIYs. Man kann halt echt selten was neu erfinden. Im also, Internet, da gibt es ja alles schon. Ja, das sind auch alles Kleinigkeiten. Cool! Oh, danke! Ich wollte unbedingt ein Buch von ihm haben. Ja? Yeah. Okay, also das Buch heißt auf jeden Fall Tiere denken. Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen. Finde ich sehr interessant. Wow, das ist ja richtig dick. Der hat so viele Bücher geschrieben. Das ist unglaublich. Ey, das nächste. Das große? Ja. Alles hängt auch irgendwie ein bisschen zusammen, aber das wirst du gleich sehen. Ein Nackenmassage-Ding. Ich habe das Gefühl, ich massiere deinen Nacken fast jeden Tag. Ein bisschen. Weil du immer so verspannst von dem Rumsitzen. Und von der Kälte vor allem im Winter. PC und so weiter, nicht. Genau. Und wenn ich jetzt ab Januar nicht mehr so regelmäßig da bin, dann kriegst du einen Nackenmassageersatz. Das war die Idee. Und das wird auch noch warm und ist flauschig und so weiter und so fort. Und meckert nicht. Ich nenne meine Szene 2.0. Toll. Ersetzt wurde ich. Flauschig. Es soll halt alles deiner Entspannung dienen. Ja, das macht Sinn. Gutes Buch. Massagekissen. Und? Hat nichts. Aua. Aua. Das scheint nicht so gut zu sein. Doch, man muss sich nur dran gewöhnen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich sanft. Findest du? Ja. Boah, ich find's total hart. Hart? Nennt man das so? Fest. Fest. Okay, und das letzte ist noch ein Brief. Aber den lese ich nicht vor, weil wie ich Henrik kenne, ist der sehr, sehr persönlich. Nein, es ist ein Gutschein. Für ein Spa-Tag zu Hause. Oh mein Gott, wie süß bist du denn? Oh. Kann ich den heute einlösen? Ja, technisch betrachtet schon. Danke. Oh, gerne du. Danke. Es ist mittlerweile 3:15. Ich bin dabei, Essen zu machen. Ich freue mich so sehr, aber es wird noch irgendwie eine Stunde oder so dauern, leider. Das wird jetzt für viele von euch überhaupt keine News sein hier, aber wenn man seine Tage hat, also so richtig, ich meine, wenn man die Pille durchnimmt, hat man ja nicht in dem Sinne seine Tage, sondern diese Abbruchsblutungen. Oh mein Gott, man leidet. Also nicht jeder, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr an die Zeit, bevor ich angefangen habe, die Pille zu nehmen. Ich weiß nur, ich hatte halt auch mal so richtig starke Blutungen und so. Aber jetzt gerade, wow, ohne dass ich jetzt großartig Bauchschmerzen habe, ich fühle mich einfach nur völlig fix und fertig. Das sieht ja auch aus wie eine Leiche, oder? Ich habe neu gewonnenen Respekt für alle Frauen, die das mit der Periode immer schon durchgestanden haben, ohne irgendwelche Schmerzmittel, Medikamente
und oder die Pille oder was auch immer ist ja ein Medikament. Ich meine, es geht bestimmt auch noch viel schlimmer, aber ich fühle mich gerade, es hat mich wirklich umgehauen. Ich fühle mich überhaupt nicht wie ich selbst und bin so zittrig und vielleicht wird es gleich besser nach dem Essen. Wir probieren heute so veganen Gratinierkäse aus. Ich habe das aber zugegeben ein bisschen gemischt noch, weil ich dem nicht traue. Wir haben schon einige probiert, die waren leider nicht so lecker. Ja, den habe ich gefunden. Der soll sogar braun werden. Wow. Ich bin skeptisch, aber wir werden sehen. Ganz ehrlich, dieser vegane Käse hat sich, glaube ich, ganz gut gemacht. Jetzt machen wir gleich den Geschmackstest. Also gut, er hat sich schon ein bisschen anders verhalten. So normaler Käse würde sowas hier nicht machen. Nicht geschmolzen, nicht braun geworden, aber trotzdem das beste Ergebnis, das wir bisher hatten. Wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend und in, warte, 1, 2, 3 Tagen fahren wir auch schon in unser Spa-Hotel. Ja. Dann haben wir da 3 wunderschöne, erholsame Tage und können da richtig schön feiern nochmal. Genau. Also, wir sehen uns morgen wieder. Da passiert nämlich auch noch einiges. Oh ja, darf ich gar nicht dran denken. Ich denke jetzt nur an Essen und unser 10-jähriges und Rotwein. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wir haben gestern nicht gevloggt und das war, glaube ich, auch ganz gut so, weil immer noch aus demselben Grund ging es mir so schlecht. Einfach nur so schlecht. Ich bin den ganzen Tag so wie so eine Leiche rumgelaufen. Ich habe dann entschieden, um 9 Uhr schlafen zu gehen und habe bis 7:30 durchgeschlafen, was lange nicht mehr passiert ist. Und ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Selbst meine Haut. Oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Kein einziger Pickel. Ich war so, ja. Voll gut und irgendwie fühle ich mich auch viel energiegeladener und besser und manchmal hilft es einfach wirklich, sich so einen Nachmittag, Abend freizunehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe eine Gesichtsmaske gemacht, neues Gesichtsöl ausprobiert, habe ein bisschen hier aufgeräumt, habe, ich habe was fertig gemacht für meine Mama, weil bei meiner Mama wurde eingebrochen. Es ist Gott sei Dank niemandem was passiert, wenn jemand zu Hause war. Aber ihr kompletter Schmuck wurde geklaut, außer das halt, was sie anhatte. Und das tat mir so unglaublich leid. Halt auch Uhren und alles, was sie halt hatte. Alles. Und sie meinte, im Prinzip tat ihr das nicht am meisten weh, weil das jetzt so wahnsinnig wertvoll alles war. Klar waren da jetzt natürlich auch echt Goldsachen dabei und so, aber das war es eigentlich gar nicht, sondern zum Teil waren das Erinnerungsstücke und Dinge, an denen sie halt so aus sentimentalen Gründen hingen und sowas kann man halt einfach nicht ersetzen. Und dann ist natürlich wie bei jedem Einbruch diese Sache, dass jemand in deinem Haus war und reingegangen ist und du dich dann nicht mehr so sicher fühlst und oh mein Gott, das... Ich kann es mir nur, also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe sowas halt nie erlebt. Ich hatte das allerdings mit diesem, dass ich mich nicht mehr so sicher gefühlt hatte, was ihr euch erinnert, in dem Mietshaus, in dem wir früher gewohnt haben, als das Auto einmal explodiert ist. Und davor, wo wir gewohnt haben, wurden mir 2-mal die Spiegel vom Auto geklaut, weil wir da keine Garage hatten und das Auto einfach mal draußen stehen musste. Und das war irgendwie auch voll das komische Gefühl zu wissen, dass da nachts jemand rumschleicht und an mein Auto geht. Also das fand ich schon echt schlimm. Und wenn ich mir überlege, jemand kommt hier rein, geht durch meinen ganzen Schmuck, durch die ganzen Schubladen, das war natürlich auch alles total, ja, unordentlich und chaotisch, so wie das halt Einbrecher hinterlassen. Ich weiß, ich würde völlig neben mir stehen. Und meine Mama hat das echt so stark hingenommen. Ich bewundere sie so sehr dafür. Einfach krass, einfach nur krass. Auf jeden Fall habe ich ihr gestern dann noch mal ein Paket fertig gemacht mit ein paar Sachen. Sie bekommt eine neue Uhr auf jeden Fall. Und jede Menge Schmuck. Hier ist so viel Schmuck drin. Halt so ein paar Kosmetiksachen und ich habe ja auch denselben Jumpsuit und die Leggings, die ich von Lilyn habe, habe ich ja auch bestellt. Ja, halt so ein paar Kleinigkeiten einfach, wenn sie herkommt. Weil sie kommt am 27. her und bis dahin wird die Tüte noch voller sein. Ich freue mich sehr, ihr dann ja wenigstens ein bisschen was zu geben, dass wir das natürlich auf keinste Weise ersetzen, was da halt verloren gegangen ist.
Aber es ist vielleicht ein kleiner Trost. So, und dann war da ja noch die Geschichte mit dem Trockner. Ich hatte es ja schon auf Insta-Stories angedeutet. Also die positive Nachricht ist, der Trockner ist da, es ist auch das richtige Modell. Die negative Nachricht ist, wie ihr seht, alles ist noch verpackt und nicht angeschlossen. Dabei habe ich das eigentlich bezahlt. Jetzt stellt euch aber vor, das sollte zwischen 10 und 18 Uhr geliefert werden. So, und irgendwann, so gegen 5:45, dachte ich so, wahrscheinlich kommt das Ding doch nicht an. Und dann habe ich noch so bis 5:45 gewartet und dann habe ich mich halt abgeschminkt, bin in die Wanne gegangen und so weiter. Henrik war beim Sport und um 6:45 klingelt es. Auf jeden Fall ist Henrik dann halt zur Tür gegangen, hat den aufgemacht und so. Dann haben die erstmal jetzt ohne Witz 25 Minuten lang nach der Packung da gesucht. Ja, unser Ding war wohl scheinbar ganz hinten im Truck und die hatten noch angeblich 10 weitere Waschmaschinen auszuliefern. Was übrigens auch einer der Gründe war, weshalb sie das nicht anschließen konnten. Ja, das genau, meinten die dann, die sind halt eh schon viel zu spät dran. Und so heute denke ich mir, ich kann es echt verstehen, die Armen, und die haben halt wahrscheinlich auch mega Stress von ihren Vorgesetzten. Nur ich als Kunde bin dann natürlich trotzdem ein bisschen pissig, weil ich habe dafür bezahlt, dass das Ding ausgepackt wird und angeschlossen wird. Und die stellen das jetzt einfach hin und sagen dann eigentlich gar nichts, weil die konnten leider beide kein Deutsch und auch kein Englisch. Was natürlich auch, naja, zu Kommunikationsschwierigkeiten geführt hat. Ja, es war sehr, sehr schwer. Als ich da mit der Schere ankam zum Auspacken von dem Karton, haben die sich auch nur angeguckt, was will der denn jetzt? Also. Ich werde mal bei diesem Lieferservice, blabla, anrufen. Ja. Also, ich bin ja wirklich so offen für Migranten. Jeder hat, meine Eltern waren selbst Migranten, aber ich finde es irgendwie, ja, scheinbar geht es nicht anders, scheinbar finden die kein anderes Personal, aber ich finde es halt komisch, wenn man zwei Leute auf die Kunden loslässt, die eben die Sprache nicht sprechen und auch kein Englisch. Das ist einfach ein Problem. Das geht nicht. Das ist ja bei euch im Krankenhaus auch immer ein Problem, ne, meintest du? Also jetzt nicht speziell in diesem oder so Krankenhaus, in dem ich jetzt anfangen werde, aber früher war das häufig so, dass sie aufgrund von Personal- und Ärztemangel halt Leute einstellen mussten aus anderen Ländern, die von mir aus auch sehr gute Ärzte waren, bezweifelt niemand, aber die konnten halt nicht mit den Patienten reden. Und das ist natürlich sehr unglücklich. Das ist jetzt vielleicht bei einem DHL-Lieferanten nicht ganz so wichtig, aber trotzdem ärgerlich. Und wie sollen die Leute sich auch integrieren, wenn sie nicht jemanden zur Seite haben, der aus dem Land kommt und denen die Sprache auch irgendwie beibringt und näher bringt und alles? Tja. Total bescheuert. Diskussion hier. Gestern war ja auch noch der Gärtner bei uns, der sich hier um die Hecken kümmern sollte. Und es war schon schwierig, überhaupt einen Gärtner zu finden. Auf jeden Fall, der hat sich das dann alles angeguckt und hat überlegt und überlegt und überlegt. Und ich sagte, und ja, was ist? Also, ne, Kostenvoranschlag, wann können Sie loslegen? Jetzt noch, Dezember, bla bla bla. Und dann sagt er, ja, also ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich habe dafür nicht das Material. Ich so, wie sehr dafür nicht das Material? Ja, es ist wohl so, er ist mehr oder minder so eine Art Einmannbetrieb. Und hier zum Beispiel diesen Bambus zu schneiden, müsste der irgendwie mit der Hand, mit so einer Handschere machen, jeden einzelnen Ast. Und hier oben kommt er wohl nicht dran und so weiter. Auf jeden Fall hat er gesagt, nö, er macht das nicht. Ich meine, ich finde es ja insofern nett und gut, als dass der Mann wenigstens ehrlich war und gesagt hat, dass er das nicht schafft, beziehungsweise wenn er das macht, dass er da hier tagelang ist und das natürlich auch, da er nach Stundenlohn bezahlt wird, sehr teuer für uns wird. Fand ich ja nett und gerecht, aber dann wiederum irgendwie entwickle ich so langsam den Eindruck, dass es hier mit dieser Hecke noch Probleme geben wird. Ja, weil, was sollen wir jetzt machen? Also noch ein Gärtner? Ja, genau, alle guten Dinge sind drei. Auf jeden Fall, er konnte uns auch einen empfehlen, also so ein richtiges Gärtnerunternehmen. Die haben wohl auch ein Gerüst. Ich habe ja gesagt, gut, dass wir gestern nicht geblockt haben, weil heute finde ich das alles eigentlich sehr amüsant, aber gestern... Ich hatte so erst das mit den Einbrechern, dann das mit dem Gärtner. Dann hatte ich ja noch das mit den Tagen und mir ging es einfach nur beschissen. Dann das mit dem Trockner. Und ich dachte so, sind alle Leute eigentlich inkompetent? Beziehungsweise im Falle halt der Einbrecher einfach nur Scheiße. Hacke. Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, wenn sich sowas summiert, dann bekommt man doch echt schnell Wut. Also mir geht es so zumindest. Und wenn man dann die Kamera anmacht, sagt man eventuell Dinge, die man später bereut. Ja, deshalb. Stimmt. Man muss echt aufpassend manchmal. Ich meine, man will ja auch nicht so generell, also ob jetzt Kamera ja oder nein, wütend sein und schimpfen auf und über andere, aber irgendwie manchmal bin ich halt einfach wütend. Ja, das ist dein
dein Ding mit der Wut. Das große Problem, ja. Habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Kleinigkeiten einen so wütend machen. Könnte ich auf diese Ohrringe. Eieiei, die sind ja niedlich. Das ist Sonne, Mond und Sterne. Nee, nur Mond und Sterne, glaube ich. Und so ein Ding mit einer Spitze und Spike. Und eins, das nanntest du Kaff. Das ist mein Kaff. Wieder, wo wir wohnen, ein Kaff. Haben wir euch genug zugelabert? Habt ihr uns fast eine halbe Stunde oder wie auch immer der Vlog lang hier wird? Vielleicht noch ein Pillen-Update. Noch ein Pillen-Update, oh Gott. Also, die Batterie übrigens hier von der Kamera, der Akku möchte uns sagen, haltet die Schnauze, weil die ist jetzt innerhalb kürzester Zeit dreimal leer gegangen. Insofern, bye. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.